Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Everyone ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Review und zwar mit Dragon's World haben wir hier. Man sieht sie ja schon fleißig wuseln und wir haben schon mal direkt rangezoomt, damit man auch mal das putzige Geschehen sieht. Was passiert denn hier so? Ihr habt eure eigene Drachenfarm und wir gucken mal durch die Reihe, was gibt's denn hier so Schönes? Also die Drachen gibt's von Lavadrache über Blumendrache über Erddrache über, weiß ich nicht, Nymphdrache, Naturdrache, Erddrache und so weiter. Gibt's jede Menge Sachen. Und zwar fangen wir direkt mal damit an. So, wir haben uns hier unsere eigene Welt hochgelevelt, schon bis auf Level 10 und wollen dann erstmal sehen, was passiert denn überhaupt so. Hier gucken wir mal beim Blumendrachen hinten rein. Hier haben wir direkt mal was gezüchtet. Aufgabe abgeschlossen, du hast deinen ersten tropischen Drachen gezüchtet, wie er wohl aussehen wird, wenn er ausgewachsen ist. So, den erhalten wir jetzt erst einmal. Gucken das ganze Späßchen jetzt erstmal so an. Mal sehen, was jetzt hier so bei rauskommt. Im Moment gar nichts, doch jetzt geht's wieder weiter. Man braucht immer eine gute Online-Verbindung dabei, das muss man sagen. Also über WLAN läuft es wirklich am besten und am schnellsten. Das steht auch in dem Spiel selber. Gucken wir mal. In der Pflegestation dauert es 4 Stunden, bis der tropische Drache schlüpft. Wunderbar. So, dann sammeln wir erstmal überall Geld ein. 5000 direkt auf einen Schlag. 500. Hier noch Geld, da noch Geld. Überall erstmal Geld einsammeln. Das ist so das Wichtige hier in dem Spiel. Wenn man auf Level 10 natürlich schon oben ist, hat man natürlich logischerweise mehr Geld als in Level 1. Weil ja die Drachen mehr Möglichkeiten haben. So, jetzt gucken wir mal hier runter. Großes Naturgehege bringt natürlich mehr ein als immer die kleinen. Feuergehege haben wir hier, Feuergehege hier haben wir, Feuergehege hier und nochmal Feuer. Ihr seht, ich bin ein Feuerverfechter. Gleichzeitig haben wir hier noch ein Erdgehege und ein bisschen Schnickschnack, damit das Ganze schön aussieht. Das war aber nicht mein Verschulden, sondern von der weiblichen Seite von AppReview News. Gut, was soll es aber auch werden? Wir gucken uns das mal an mit 31.000. Was kann man damit anfangen? Man muss natürlich, um die Drachen zu, ja, leveln, muss man hier ein wenig Futter anbauen. Das machen wir jetzt hier mal. Das dauert 30 Minuten. Oder, Moment, wo geht's denn hier weiter? Da geht's weiter. Brombeere kann man auch für 600, das dauert 5 Minuten. Pilze dauern 30 Sekunden, kosten 100. Das günstigste ist für 2000 gleich mal 30 Minuten für 250 Kürbisse zu nehmen. Kürbisse ist hier die Fütterungseinheit in diesem Spiel. Und ist soweit ganz cool. Hier hat man so verschiedene Felder, wo man anpflanzen kann. Hier ist ein Feld und da ist ein Feld. Kann man natürlich alles noch x-beliebig ausbauen, damit man noch mehr Felder hat. Aber da braucht ihr natürlich viel mehr Gold, um solche Felder zu bauen. So, wir gucken mal hier zu unserem kleinen, kleines Gut im großen Naturgehege. Der ist wirklich noch sehr klein, weil mit dem ist noch nicht so viel los. Und dann können wir natürlich hier mal gucken, was der denn ist. Er heißt Stagmar. Sehr putzig anzusehen und den können wir füttern. Wir haben jetzt hier oben 248 Kürbisse. Und dann leveln wir ihn mal. So, viermal. Füttern ist gleich ein Level. Und wir leveln. Und wir leveln und wir leveln. Immer weiter. So, jetzt haben wir eine Eigenschaft zur freien Auswahl. Was haben wir hier? Plus 5% Chance auf einen seltenen Gegenstand, schätze ich mal. Oder irgendwas mit Beseitigungstempo. Wir machen mal irgendwas mit seltenen Gegenstand, weil Beseitigungstempo ist Quatsch. Das meint man so, wenn wir ihn als, ja, wenn wir ihn uns angesehen haben. Einmal können wir noch füttern. So, 1020 Gold pro Stunde bringt uns der Gute auf Level Nummer 3. Das heißt, je mehr füttern, desto mehr Kohle, desto besser. Ja, die Dragon's World sah natürlich nicht immer so aus. Ist aber sehr schön anzuschauen, das muss man mal sehen. Also man kann hier interagieren. Der Quad-Core macht es möglich. Das ist echt coole Sache hier. Und man muss vorher die Welt erstmal ein wenig freikaufen, weil man sonst wenig Platz hat. Man guckt jetzt hier mal, der riesige Baum zum Beispiel in der Beseitigung kostet mich läppische 25.000 und dauert 12 Stunden in der Beseitigung. So, jetzt sieht man den ganzen Spaß nochmal. Schade, es klappt natürlich nicht, wenn ich jetzt draufklicke. Ah, weil es wieder zu weit weg ist. Aber jetzt vielleicht, ja. 11 Stunden 59 Minuten für 25.000 Gold. Stört mich nicht weiter, da ihr, wie ihr seht, ich gut Gold einkassieren kann hierdurch. Das kann man natürlich auch mit Steinen machen, das kann man auch mit kleineren Gegenständen machen. Hier kostet mich wieder 20.000 Gold, das Ding zu beseitigen. Und je mehr ich beseitige, desto mehr Platz habe ich im Endeffekt für diese Welt und kann mich x-beliebig ausbreiten. Kann das Ganze nochmal rumdrehen. Hier haben wir zum Beispiel eine Wolke, die kann nur beseitigt werden mit drei Level 5 Drachen. Das ist schon mal eine sehr coole Sache. Dann kriegt man 10.000 Goldstücke und auch Gems bzw. Diamanten. Gucken wir mal in die Elementarkiste, was gibt es denn hier so Schönes? Belohnung gibt es hierfür, aber das können wir leider nicht machen, weil uns der Spaß ein wenig was kostet. Wir müssen in den 7 Stunden müssten wir jetzt versuchen, noch 3 Level 5 Drachen zu bekommen, um irgendeinen besonderen Gegenstand hier rauszufinden.
Ja, wie dem nur auch sei, schafft man natürlich nicht ganz so schnell, besonders nicht, wenn man Level 1 ist. Dann hat man noch ein wenig zu tun. Hier sieht man schon wieder, die Goldmünzen schweben oben drüber. Das bedeutet, dass der Drache schon wieder 161 gesammelt hat. Hier drüben müssen es fast, ja, 231 und so weiter und so fort sein. Das geht relativ zügig, wie ihr seht. Man kann zwar dabei gucken, aber ist nicht zu empfehlen, weil dann sitzt man die ganze Zeit nur davor und kann auch nichts erreichen. Ja, man kann wie gesagt hier Aufträge auch annehmen. Wir gucken mal direkt hier oben zur Kiste rein. Das war genau das, was ich eben schon erwähnte. Das wollte ich Ihnen nicht zeigen. Hier, jeder Drache hat eine Lieblingsspeise. Ich weiß nicht warum, aber tropische Drachen sind verrückt nach Kürbissen. Zufälligerweise ist Kürbis diese Fütterungseinheit, die wir überall haben. Was haben wir denn hier? Gehe zu, füttere und züchte einen tropischen Drachen auf Level 4. Schaffen wir im Moment noch nicht. Dafür müssten wir noch ein wenig Gold haben, um ein paar Kürbisse zu holen. Ernte zweimal Kürbisse. Gut. Das wird ein bisschen schwierig, weil wir müssen nämlich hier erstmal dann das zweite Mal anpflanzen. Das heißt, anbauen, Kürbis anbauen. So, und dann bauen wir jetzt an, müssen jetzt eine halbe Stunde warten für die beiden. Und dann kann man auch noch zweimal Kürbis essen, Quatsch, ernten. Und hat natürlich auch die Aufgabe erfüllt und kriegt Geld. Womit könntest du deine Insel dekorieren? Natürlich mit Rosen. Nichts ist so schön wie Rosen, außer natürlich Drachen. Selbstverständlich. Und wir gucken mal, pflanze einen rosafarbenen Busch. Gehen wir mal auf Gehe zu. Oh, der kostet natürlich 8000. Wir haben 3600. Keine Chance. Hier sind aber genau in diesem Ladenmenü, wo man eine Eisstatue kaufen kann. Erdflaggen, Naturflaggen, gelben Busch, einen blauen Busch. Ach, alles Mögliche an Buscharten. Ist egal. Man kann natürlich ja auch spezifisch gucken nach Pflanzen. Man kann nach Gebäuden gucken. Das klappt aber erst ab Level 13, wie ich das hier gerade so sehe. Und aufwärts. Eine felsige Straße kann man machen. Muss man alles nicht. Es ist alles ein Verschönerungsgrund. Springbrunnen kostet einfach mal 150 Diamanten. Wo wir dabei sind, kann man mal gucken, was die Diamanten so kosten. Herzlichen Glückwunsch. Ich sage es gerne. Ich kaufe mir hier nie was. Weil man kommt auch langsam, aber sicher auch so voran. Ich muss sagen, macht mir auch so Spaß. Das ist wie gesagt die Dragon's World. Man kann aber auch noch mehr machen. Aufträge hatten wir schon gezeigt. Was haben wir hier unten noch? Jeder Drache trägt ein wenig elementare Energie bzw. Magie in sich. Du solltest, also kein Magie, sondern die Magie, in all ihren Formen studieren solltest du sie, um dich weiterzubilden. Dann gehen wir auf Weiter. Baue ein magisches Labor. Das können wir bestimmt auch nicht bezahlen, weil das kostet 100.000. Das heißt, wir müssen mindestens die nächsten 3-4 Tage erstmal sparen, um an die Kohle ranzukommen. Und dann kann man das Labor bauen. Aber um die Zeit natürlich zu überbrücken, kann man natürlich hier auf Kampf gehen. Und dann kann man eine coole 3D-Optik à la Digimon, Pokémon und was es nicht noch alles gab in Dragon's World bewundern. Denn man kann hier so richtig schön auf die Kacke hauen, auch wenn das jetzt hier nicht angebracht wäre. Aber man kann seine hochgezüchteten Drachen gegeneinander antreten lassen und dann geht das natürlich voran. Und wir wollen mal sehen, ob das Ganze jetzt auch heute nochmal was wird, weil ich habe zwar WLAN aktiviert, aber ihr kennt das ja, wenn man das Telefon mit Apps zuknallt. Ich habe im Moment, wie es aussah, 161 Apps drauf mit telefoninternen Apps. Ist logisch, dass da nichts mehr funktioniert. Aber man muss ja auch irgendwie seine App-Reviews professionell abhalten können. Wahrscheinlich, ja, doch, jetzt wollte ich gerade sagen, wird es nichts mehr, aber wir haben es jetzt doch geschafft. Wir müssen jetzt mal gucken, gegen einen Level 10er haben wir wahrscheinlich nicht die Chance, aber 4, 4, 10, 10 haben wir wahrscheinlich schon alle geschafft. Das heißt, wir könnten jetzt in unser Team reingucken. So, wir haben Level 4, 4, 7. Was haben wir hier noch? 7, 4 und das war's auch schon. Die Drachen können wir also alle verwenden. Gehen hier einfach drauf auf einen x-beliebigen Spieler und lassen das Ganze laden. Und jetzt, bevor man hier wieder mal E-Mail-Adresse und alles sehen kann, was mich tierisch nervt, bevor ich das wieder ewig rausschneiden muss, halte ich das Ding mal ganz kurz weg. So, und kicken wir mal ganz kurz hier rein. Müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Ja, da sind wir. Jetzt sind wir zwar wieder auf unserem eigenen Spielfeld, ich weiß zwar nicht warum. So sieht das Ganze auch aus, wenn man übrigens über die mobile Verbindung reingeht. Es dauert. Ich weiß nicht warum. Jedes Farmspiel ist ein bisschen schneller, aber es dauert maximal bis zum geht nicht mehr. Jetzt geht gar nichts mehr im Moment. Ja, weiß ich auch nicht. Anscheinend mal den Cache wieder ein bisschen entrümpeln. Jetzt hat er irgendwie wieder ein Problem festgestellt. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt den Kampf doch noch beginnt. Oder ob wir jetzt einfach abgestürzt sind und es sich erledigt hat. Ja, müsste man erstmal abwarten. Also Fakt ist bloß, damit ich hier nicht um den heißen Brei herumrede, man kann coole 3D-Grafiken erleben beim Kampf. Ach hier, jetzt kann ich auf Kämpfe gehen. Hier irgendwie Romaine Sandra, ich grüße dich, falls du hier zuschauen solltest. Knutsch mit deiner Freundin ruhig rum, aber so ein Bild würde ich doch niemals reinstellen bei Dragon's World.
Halleluja! Wer gedacht hat, Facebook und WhatsApp ist schon unsicher, der sollte sich mal die App runterladen, wo hunderttausende Spieler dieses Bild sehen können. Alles klar soweit, ne? So, wir warten jetzt als Spieler auf Romain Sandra. Und ja, das ist der Versus-Mode. Muss man hier draufdrücken oder was? Weiß gar nicht, warum das jetzt hier schon wieder so lange dauert. Ah, da sind wir direkt in der 3D-Arena drin. Endlich, endlich ist es soweit. So, 3, 2, 1, Mainz. Jetzt kann man natürlich immer ja, Pech haben mit den Drachen, die man ausgewählt hat. Und der greift mich auch immer zuerst an. Was soll das? Wieso bin ich eigentlich halb tot? So, gehen wir aber direkt auf Angriff. Bringt mich hier gar nicht weiter, weil mein Vieh ist gerade ermordet worden. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt so ist, warum der sich nicht hat heilen lassen. Es hat ihm anscheinend schon geschadet, hier auf das Feld rauszukommen. So, Feuer gegen Feuer ist natürlich nicht immer sehr intensiv. Feueratem zieht natürlich eine ungemeine Sache trotz alledem ab, wie ich gerade sehe. Bei beiden genau dasselbe. Restzeit bevor die fertigen... Ach so, Manometer. So, dann haben wir den endlich gekillt. Bäm. 2 zu 2 steht es jetzt. Da er jetzt wieder mit dem Angriff dran ist, mit seinem Naturdrachen, habe ich schon verloren. Das weiß ich schon. 745 an Schaden hat das Ganze verursacht. Lavadrache gegen den Naturdrachen. Ah, das zieht ja gar nicht viel ab. Das ist ja ärgerlich. So, logischerweise kann man dann nur verlieren. Ich habe hier auch bisher noch nicht einmal gewonnen. Habe mich auch noch nicht großartig mit beschäftigt, warum das nicht funktioniert. Wie kann denn eigentlich dieser selbe Drache, der Blumendrache, wieso kann der Blumendrache Feuerangriff machen? Warum ist das so? Das ist ja bescheuert. So, aber jetzt hauen wir den weg hier. Und haben ihn ausgelöscht und jetzt steht es 1 gegen 1. Was hat der? Einen Raubdrachen. Och, der ist süß. So, gucken wir mal. Angriff vom Blumendrachen. Leider werde ich das jetzt wohl nicht überleben. Mit 1307 an Schaden verursacht. Wahrscheinlich kann man hier auch irgendwie noch heilen. Ja, jetzt ist vorbei. Das war das Match. Also wirklich eine Minute und du hast verloren. Schön, muss ich dazu bloß sagen. Ist mir aber auch relativ egal. Preis für den Sieg in der Liga kann man die Gems bzw. die Diamanten, die so arschteuer sind, ja kostenlos erspielen und dann ist die Sache erledigt. Wer Spaß dran hat, ah, jetzt geht das schon wieder los mit dieser E-Mail, kann sich die App natürlich kostenlos runterladen im Play Store. Den Link findet ihr natürlich wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Ich muss sagen, die App ist soweit ganz cool. Probiert es einfach mal aus und wir sehen uns natürlich bei der nächsten App-Review. Und jetzt gucken wir mal ganz schnell noch, ob es jetzt schneller geht mit dem Laden. Ne, guck mal, der kreiselt, kreiselt, pff. Direkt wieder da. Aber das Gute daran ist, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld auf der Kasse und können wieder einsammeln, um wieder weitere Kürbisse zu züchten, da ja das das einzige Futtermittel ist in diesem Spiel. Und wir sehen uns, wie gesagt, bei der nächsten App-Review. Wenn es euch gefallen hat, auf Wiederschauen.